Leute gucken mal wieder in ein defektes Gerät rein. Weniger mit der Intention zu reparieren, sondern eher mit warum? Ja, geht um das Ding hier. Offensichtlich Netzteil und das andere Ende vom Kabel irgendwo finden. Standard ATX, also aktuelles ATX. Was hat es denn damit auf sich? Naja, das Ding hier war offensichtlich in dem Rechner drin und ja, der hat so einen gewissen LS gekegelt. Okay, das ist unschön und ehrlich gesagt kommt mir das auch ein bisschen seltsam vor, weil ja, normalerweise, LS, der sollte eigentlich nicht so schnell fliegen. Und vor allen Dingen, er fliegt wohl immer wieder, wenn man das Ding einsteckt, wurde mir gesagt. Das ist noch seltsamer, weil eigentlich sollte dann hier drin die Sicherung kaputt gehen und den Rest beschützen. Ha. Also irgendwas ist hier gewaltig schiefgelaufen. Mich interessiert jetzt vor allen Dingen, was zum Geier ist da drin kaputt gegangen und wie kann das sein, dass dann der Rest auch noch mit kaputt geht. Naja, wie wir sehen, das Ganze ist von der Firma ChiefTech. Stecker ist noch drauf, wurde also noch nie zerlegt. Das Ding ist noch original. Und auch hier die ganzen Testmarkings an der Seite. Und hier haben wir nochmal ein wunderschönes Datenblatt. Das Ganze 500 Watt, wie wir sehen können. Und hier entsprechend dann die Ströme. Was haben wir? 25 Ampere auf 5 Volt, 25 auf 3,3. Und dann hier 18 plus 18 auf der 12 Volt Schiene. Okay. Das Ganze, irgendein 80 Plus, was auch immer das für eine Variante ist. Aktives Power Factor Correction. Heute eigentlich Standard und Ultra Silent. Ich gehe mal davon aus, dass der Lüfter entweder einfach nur so groß ist, dass er langsam laufen kann, oder dass man den hier tatsächlich Temperatur geregelt hat. Gut, was erwarte ich hier drin? Jede Menge Staub offensichtlich. Hier sieht man ja schon, hier ist so ein bisschen Dreck drauf. Das ist jetzt nicht unbedingt ein unbekanntes Problem. Sollte aber nicht zu Sicherungsfliegen führen. Am wahrscheinlichsten dürfte es wohl was am Eingang sein. Das heißt also direkt hinter der Eingangsbuchse hier vielleicht ein Netzfilter, der kaputt ist. Oder dass da irgendwie was in Richtung Überspannungsschutz ist, was nicht mehr so ganz in Ordnung ist. Na, gucken wir einfach mal und schauen, was wir hier so recyceln können. Den Lüfter, den hätte ich auf jeden Fall gerne, weil der ist so schön groß. Da kann man bestimmt nochmal was bauen. Das Lüftergitter kann man sich auch auf Seite legen. Ach, das ist direkt im Lüfter drin. Ups. Ja, wie gesagt, gucken wir mal rein. Wie üblich natürlich, bitte nicht nachmachen. Jedenfalls nicht, wenn ihr euch nicht damit auskennt. Hier in diesen Netzteilen, da sind meistens große Kondensatoren drin. Die halten gleichgerichtete Netzspannung. Das heißt also in Deutschland so um die 300, 320 Volt. Da möchte man nicht dran fassen. Das kann im Zweifelsfall ziemlich gefährlich werden. Und hier die wichtigste Sache. Na, wo ist die Schraube? So. Was macht das für Spaß? Warranty-Sticker kaputt zu machen. Ja, gut. Warranty ist eh nichts mehr. Also werfen wir mal einen Blick ins Innere. Schauen, was wir finden. Der raus, den Lüfter hoch und tada! Viel Staub, wenig, was direkt kaputt aussieht. Okay, dann schauen wir mal wohl genauer. So, wir haben hier unsere Netzbuchse. Wir haben daneben einen Kondensator, der in Schrumpfschlauch gepackt ist, mit einem, ich sehe noch von der Seite so einen Widerstand. Das dürfte unser Filter sein, guter Kandidat. Ansonsten, wo geht's hin? Direkt hier drauf, das ist der Ausschalter. Dann hier auf eine Spule wahrscheinlich, einen Ferritkern und von da aus aufs Board mit einer Sicherung, die wahrscheinlich dann noch ganz ist. Gut, spontan von dem, was ich sehe, ich wette auf den hier. Das wäre dann relativ einfach. Finde ich ehrlich gesagt gerade auch ein bisschen unschön. Also ich habe dann lieber hier so ein Ding mit integriertem Sicherungshalter, sodass die Sicherung vor dem Filter hier ist und vor allen Dingen auch vor dem Schalter und so. Hier haben wir entsprechend den Schalter und dieses Ding vor der Sicherung im Gerät. Das heißt also, egal was da kaputt geht, da gibt es keine Sicherung. Das muss dann eure Gebäudeelektrik irgendwie aushalten. Dann gucken wir mal. Haben wir da einen Kurzschluss drauf? Ich tippe ja auf ja. Achso, hier ist noch ein... ich wollte gerade sagen, da ist noch ein Kondensator zwischen Erde und N und unten zwischen N und L.
Da ist aber ein schwarzer Punkt drauf. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das nur Dreck ist oder... Na gut, wir werden es gleich sehen. Gucken wir mal, wo wir hier was haben. L auf PE. Da ist nichts. N auf PE. Hier ist nichts. Und zwischen L und N ist auch nichts. Okay. Also dafür, dass der angeblich kaputt sein soll, ist aktuell sehr wenig zu messen. Jetzt kann es natürlich sein, dass es irgendwie kaputt ist und man das nur mit höherer Spannung sieht. Aber was sagt die Sicherung hier? Ja, die ist noch in Ordnung. Das hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Wenn die durch wäre, würde ja nicht die ganze Zeit fliegen. Ja, der Staub hier drin ist natürlich nicht schön, aber ja, das ist halt so, wenn man nicht regelmäßig sauber macht. Und ja, sauber machen kann man halt nicht in dem Fall, ohne die Warranty zu voiden. Von daher bleibt einem bei Systemen, die man in Garantie halten möchte, leider oft nicht viel Auswahl. Jedenfalls nicht, wenn man sich danach nicht mit dem Hersteller in Zweifel in Diskussionen begeben möchte. Das Nervige ist jetzt, hier drin ist alles, wie es... Oh, der hier. Ja, der hat eine Beule. Okay, der Kondensator hat eine Beule. Auf einem Mains-Kondensator habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Die sind eigentlich recht stabil. Normalerweise gehen immer die auf der Sekundärseite kaputt, weil die halt auch deutlich mehr sogenannten Ripple haben. Also machen wir gerade eine kurze Übersicht, wie das Ganze funktioniert. Wir kommen hier mit unserer Netzspannung rein, also 230 Volt und entsprechend dann 50 Hertz, 50 Mal in der Sekunde dann hin und her. Das geht hier einmal durch, wird gefiltert und gleichgerichtet und wird dann gespeichert. Das ist dann hier der. Hier haben wir dann gleichgerichtete Spannung. Das müssten um die, wie gesagt, 300, 320 Volt sein. Die nehmen wir jetzt und machen daraus wieder Wechselspannung. Wieso das denn? Naja, hier waren 50 Hertz, hier haben wir deutlich höhere Frequenzen. Und je höher die Frequenz, desto kleiner kann der Trafo ausfallen. Deswegen ist der hier so klein für entsprechend diese Leistung. Und das wird dann wieder in Gleichspannung gemacht und gefiltert. Die Sache ist jetzt, dadurch, dass wir so eine hohe Frequenz haben, haben wir sehr viel in der Sekunde, was so ein bisschen hin und her schwankt. Das müssen die ausgleichen, die auf der Sekundärseite. Entsprechend haben die mehr Belastung, weil sie häufiger in der Sekunde da ausgleichen müssen, als hier so einer. Aber der hier hat eine Beule, die nicht. Gut. Holen wir das Ding mal raus. Ich schätze mal, viel mehr kann man da eh nicht sehen, aber ich habe die dumpfe Befürchtung, dass es tatsächlich dann der ist, dass der einen viel zu hohen Leckstrom plötzlich hat und entsprechend dann die Ursache ist hier. So, den Lüfter haben wir schon mal frei. Dann haben wir den auf Seite. Holen wir mal hier das Board raus. Okay, wie wir sehen können, unten drunter haben wir auch noch mal eine Folie, die nach unten so ein bisschen macht. Und außer viel Staub sehen wir nichts. Auf jeden Fall mal keine Spuren, wo zu sehen wäre, dass irgendwie wirklich was gebrannt hätte. Dass da was entsprechend weggefackelt ist, haben wir hier nicht. Okay, dann können wir mal den Elko messen. Vielleicht, dass wir direkt einen Kurzschluss haben. Ich glaube zwar nicht, aber wobei messen wir erstmal die Spannung. Nicht, dass doch noch was drauf ist. Nee, Spannung haben wir definitiv keine. Und was sagt er? Auch nichts zu messen. Tja, das ist halt das Fiese bei solchen Defekten. Das kann schon mal sein, dass man dann tatsächlich so einen Defekt hat, der sich erst bemerkbar macht, wenn man wirklich eine höhere Spannung anlegt. Und naja, so ein Multimeter, was wird das haben? Vielleicht 3 Volt auf den Messspitzen. Das führt dann nicht dazu, dass dieser Fehler auftritt. Hier können wir wahrscheinlich nicht viel machen. Das ist leider alles komplett verlötet. Ja, komm. Wir schneiden einfach hier unten gerade ab. Eingesetzt werden kann er eh so nicht mehr. Der ist eh hier so dran gemacht, dass man das nicht ausbauen kann, ohne alles zu zerlegen. Alles sehr seltsam. Die Sache ist nämlich auch noch, naja, wenn hier hinten wirklich der Cap das Problem wäre, der ist eigentlich hinter der Sicherung. Also, naja, gut. So, wir unten 3 Megaohm, wenn ich richtig sehe. Den Stromschlauch irgendwie runter. MKP 0,22 Mikrofarad X2 275 Volt AC ist noch ausreichend. Keine Beschädigung von außen zu sehen, dass irgendwie das Gehäuse gerissen wäre.
Das sieht eigentlich alles okay aus. Ich glaube nicht, dass es der hier war. Wir können gleich nochmal messen, aber wobei, ich glaube, der hier hat doch auch. Hat er Kapazität? Jo, hat er. Können wir doch direkt messen. Es kann jetzt sein, dass er das nicht messen kann, weil der Widerstand darüber ist. Apropos, Moment mal. Der ist definitiv nicht für die Spannung geeignet, würde ich behaupten. In der Bauform würde ich schätzen, maximal 250 Volt. Das könnte ein bisschen knapp sein. Ja, 214, 215 Nanofarad, 220 soll er haben. Also der ist auf jeden Fall wohl nicht das Problem. Gut, was können wir noch hier unten machen? Nicht viel. Machen wir mal N&N hier ab. Da ist jetzt nicht viel, was kaputt gehen kann. Wir haben halt einen zweipoligen Schalter. Ja. Erst mal gucken, was der sagt. Nichts. Und schaltet. Okay. Der ganze Kram ist also nicht unser Problem. Tja. Kategorie jetzt Never Diffuse. Dann wird es tatsächlich hier drauf ein Problem gewesen sein. Was sagt die Kapazität? Das dürfte ein bisschen groß für den sein, aber vielleicht kann er ja doch irgendwas. Nee. Well. Zu viel. Aber wie gesagt, hier, das sieht mir kaputt aus. Wir können ja mal versuchen, hier den Ring ein bisschen zu zerstören, dass wir oben freilegen. Ja. Der hat auf jeden Fall einen ziemlichen Bauch, auch wenn er jetzt noch nicht geplatzt ist. Aber ja, der ist es relativ eindeutig. Okay, dann schauen wir mal. Fangen wir erstmal mit dem Kram an. Das sind aktuell ja eigentlich nur die zwei Kondensatoren hier Richtung Erde und der Schalter plus die Drossel, aber ich glaube nicht, dass da was ist. Machen wir da mal hier das Ding dazwischen und messen das einmal durch. Erstmal gerade gucken. Ein Kaltgerätekabel bräuchte man schon. Das wäre dann sowas hier. Dann können wir da mal schauen, was der dazu sagt. Ich erwarte hier eigentlich nichts. Aber hey, sicher ist sicher. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch unsere Erdklemme, um zu gucken, dass die Erde in Ordnung ist. Okay, Strom an. Gucken wir mal, was sagt die Erde. 170 Ohm, okay. Fuse Current, Connect Appliance, okay, ist angeschaltet, ja. 0,0, okay. Die Insulation. 500 Volt ist eigentlich ein bisschen viel, aber mal gucken. Hält er aus. Das heißt also, der ganze Bereich hier ist okay. War jetzt halt mit offenen Drähten, also nichts dran. Wir haben zumindest mal diese beiden durchgemessen. Den anderen Kondensator. Haben wir den auch noch hier? Ja, den haben wir auch noch hier. Ist ja auch nichts zum Löten hier. Dann können wir das halt mal einfach zwischen L und N hängen und gucken, was passiert. Machen wir mal hier unseren Dings, machen die Schläuche da drüber ab. Geht das? Ja, der ist schon mal ab. Einmal Kondensator und ein Widerstand. Zwischen L und N. Mal gucken, was da rauskommt. So. Okay, den klemmen wir jetzt mal hier an den an. Wo ist das Kabel dafür? Da. Strom an. Erdtest brauchen wir nicht zu machen. Da ist ja nichts. Anschalten könnte helfen. Pass. Und wenn wir es laufen lassen, geht an. Und wie wir sehen, keine Kurzschlüsse oder irgendwas. Also dieser Kondensator hier und der Widerstand ist auch noch okay. So, müssen wir jetzt natürlich aufpassen. Der ist jetzt geladen. Aber prinzipiell, der ist okay. Ja, bleibt da nur noch das Netzteil selber. Bauen wir mal ein bisschen um. So, der Rest vom Netzteil ohne den Eingangsfilter und Schalter und so ist jetzt hier dran. Das heißt, wir können jetzt hier theoretisch Messungen machen. Ich werde den jetzt nicht laufen lassen hiermit, aber zumindest mal so Continuity-Tests können wir schon mal tun. Also
Was sagt der? Achso, boah. Wo ist die Erdklemme? Was könnte denn hier Erde sein? Eine sehr gute Frage. Probieren wir mal hier das Metall einfach. Nee, das ist offensichtlich nicht geerdet. Dann holen wir hier hinten eins von diesen Schraublöchern. Gucken, wie es da aussieht. Auch fair. What the? Okay, hier kommt ein Pass. 370 ist ein bisschen hoch, aber hier ist jetzt so viel Staub und Steckverbindungen dazwischen, das passt. Wir können noch den Fuse gucken. Erstmal gerade gucken, was Fuse Current ist. A low AC voltage is applied between phase and neutral of the appliance to ensure that the excessive currents will not flow. Okay, Fuse Current ist also sicher. Und was sagt er? Nee, hi. 15,7 Ampere fließen hier bei einer geringen AC-Spannung. Also, ja, definitiv das Problem. Jetzt können wir natürlich spaßeshalber sicher gehen, dass hier alles aus ist. Ja, war jetzt zwar keine hohe Spannung drauf, aber trotzdem. Wir können jetzt mal hier den kaputten Kondensator da rausholen. Mal gucken, ob das etwas ausmacht. Ich meine, dann wird es nicht mehr funktionieren, weil der Kondensator ist halt nicht zum Spaß da drin. Aber eventuell sehen wir dann, ob der Kurzschluss weggeht. Also versuchen wir uns mal. Das sind diese beiden Lötstellen. Das hier. Da muss ich jetzt noch nicht groß Acht geben, weil, hey, kaputt ist kaputt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den hier überzeugt bekommen, rauszukommen. Okay, der kam raus. Bisschen schneller als erwartet. Was war das denn? Na gut. Wenn wir hier oben drauf gucken, da ist eine schwarze Stelle. Da kann man sie sehen. Nee, das ist nur Dreck. Okay. Schade. Also, ich weiß nicht, ob man es hört, aber das Ding ist innen drin komplett trocken und kann als Rassel benutzt werden. Also jetzt nicht akustisch, aber... Ha, Moment. Der Kondensator ist definitiv nicht mehr glücklich. Gut, schauen wir mal ohne Cap, was er so sagt. Ob jetzt der Fehler weg ist oder nicht. Also, Finger wieder weg. Dann machen wir mal wieder den Fuse Current Test und ja, immer noch ein sehr hoher Strom. Also da ist noch irgendwas anderes kaputt, wahrscheinlich irgendeine Diode durch oder sowas. Aber das Ding ist offensichtlich hinüber. Ja, und hier können wir das nochmal verifizieren. Wir gucken, der Eingang selber, der ist erstmal okay. Auch hier hinter bei den Spulen und so ist alles okay bis zum Gleichrichter. Wenn wir jetzt Gleichrichter aber gucken, hier die Ausgänge. Ja, die Ausgänge vom Gleichrichter auf der DC-Seite sind also kurz geschlossen. Ich gehe davon aus, dass da irgendwo in dieser Beschaltung für die Power Factor Correction, dass da irgendwo was kaputt ist. Und hier hinten dieses Blech mit den Kondensatoren wahrscheinlich. Und wenn wir hier gucken, ja, der ist kurz. Und hier ist was kurz geschlossen, also ich würde spontan auf das Bauteil tippen, einfach weil es halt komplett kurz geschlossen ist. Aber ja, gut, auf jeden Fall, wir wissen, dass es da hängt, dass da definitiv irgendwas, ja, die sind verbunden, das gehört so, irgendwas in diesem Bereich ist auf jeden Fall durchgegangen, hat mit der Power Factor Correction zu tun. Ich gehe mal davon aus, der Kurzschluss könnte dann auch den hier ein bisschen gegrillt haben, dass das einfach nur eine Folge war. Wie gesagt, hier, die gehen eigentlich recht selten kaputt. Wobei andererseits, kann auch sein, dass hier die Power Factor Correction tatsächlich dann ein bisschen höhere Frequenzen macht und den hier stärker belastet. Hier im Übrigen von der Firma Tipo. Ja, sagt mir jetzt so nichts, aber ja. Gut, ob das jetzt Altersschwäche war oder ob hier tatsächlich irgendwas reingehauen hat,
Lässt sich so im Nachhinein natürlich nicht mehr wirklich nachvollziehen. Hier sieht zumindest nicht so aus, als ob es tatsächlich irgendwie einen Überschlag gegeben hätte oder so durch eine Überspannung. Aber es kann natürlich immer mal sein, dass eine niedrigere Überspannung irgendwas an Bauteilen durchhaut und entsprechend dann, ohne dass man direkt was sieht, da Schäden verursacht. Nun gut, nicht unbedingt das Ergebnis, was ich haben wollte. Ich hätte schon gerne irgendwas gesehen, wo ich sagen könnte, okay, das ist die Ursache und das kann man machen, um es zukünftig zu verhindern. Aber ja, wir wissen jetzt immerhin, was hier mit grob passiert ist. Irgendwas am Eingang ist durchgehauen, eher nicht sekundärseitig. Das heißt, alles, was dahinter war, Mainboard und so weiter, das hatte ich auch schon durchgetestet, das funktioniert noch, da kommt der Fehler nicht her. Ist also wahrscheinlicher, dass irgendwo vom Stromnetz her da was reingekommen ist, wobei auch das, ne, eigentlich ist der Eingang hiervon über eine Online-USV, also da sollte eigentlich nichts an Überspannungen reinkommen. Online-USV heißt, dass das Ding, grob gesagt, gar nicht am Stromnetz hängt, sondern da ist der Aufbau, wir haben das Stromnetz, das geht über eine Ladeeinrichtung in den Akku rein und vom Akku wird wieder wechselgerichtet hierfür, das heißt, egal was der Eingang macht, solange die Akkus voll sind, kommt hier eine saubere Spannung an. Und ja, ich habe auch nirgendwo in den Monitoring-Systemen irgendeine Indikation, dass die Ausgangsspannung da wirklich Unfug gemacht hat. Außer dann halt diese wunderschöne Meldung, du hast einen Kurzschluss. Und na, das können wir halt nachvollziehen. Das Ding hier, das zieht halt ein paar Ampere mehr. Na gut, offensichtlich ist es kaputt. Und musste dann jetzt Platz machen für einen Nachfolger. Ja, Nachfolger ist schon im System drin, das Ganze läuft schon wieder und ich hoffe dann, dass das neue Netzteil ein bisschen länger als das hier durchhält und das tut, was es soll.